Ja, willkommen zu einem neuen Video hier auf Smart Life. Im heutigen Video geht es um die NetApmo Videotürklingel, die ich jetzt seit mehr als einem Jahr im Einsatz habe. Aus diesem Grund möchte ich dir ein 12-Monats Langzeitfazit vorstellen und die aus meiner Sicht drei wichtigsten Punkte, damit deine Videotürklingel wirklich reibungslos und stabil im Alltag funktioniert. Wenn dich das also interessiert, solltest du auf jeden Fall dranbleiben bis nach dem Intro. Bevor wir jetzt aber gleich hier loslegen, möchte ich dich noch wirklich herzlich um deine Unterstützung bitten. Und zwar würde ich mich riesig freuen, wenn der Kanal auch weiter bekannt wird, auch weiter wächst und du kannst mich damit unterstützen, indem du das Video zum Beispiel likest, was dann ein Zeichen für den YouTube-Algorithmus ist, dass das Video auch entsprechend für andere User relevant sein könnte. Im Weiteren wäre es wirklich toll, wenn du auch Kommentare beim Video hinterlässt, zum Beispiel wie deine Erfahrungen mit der Videotürklingel sind oder ob du andere Lösungen im Einsatz hast, die du gerne hier den Usern oder den anderen Mitlesern empfehlen würdest. Das könntest du zum Beispiel in die Kommentare schreiben und dadurch zeigst du auch dem YouTube-Algorithmus, dass hier das Video entsprechend auch im Ranking steigen soll. Das wäre wirklich super, da wäre ich dir wirklich sehr dankbar, wenn du dich hier aktiv beteiligst. Im Weiteren wäre es wirklich auch noch toll und da wäre ich dir auch auf jeden Fall super dankbar dafür, wenn du den Kanal abonnierst, insofern du das noch nicht getan haben solltest. Wenn du den Kanal abonnierst, dann aktiviere auch bitte die Glocke, denn dann wirst du jedes Mal informiert, sobald ich ein neues Video online stelle. Dafür schon mal wirklich herzlichen Dank von meiner Seite. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß hier mit dem Video. Ja, bevor ich gleich auf die aus meiner Sicht drei wichtigsten Kriterien eingehe, damit die Videotürklingel im täglichen Betrieb, im Alltag auch wirklich reibungslos funktioniert und du wirklich auch viel Spaß damit hast und im besten Falle auch keinen Frust oder Ärger, möchte ich noch kurz auf das letzte Firmware-Release eingehen. Und zwar hat NetApmo eine Funktion mit eingebaut, dass wenn jetzt die Person vor der Tür den Klingelknopf betätigt, bekommt die Person auch ein Audiosignal als Feedback, dass entsprechend die Klingel ausgelöst wurde und hat damit den Hinweis, dass der Klingelknopf nicht nochmal betätigt werden muss. Das ist jetzt vielleicht nicht das Mega-Funktions-Update, auf das viele von euch gewartet haben, wie zum Beispiel HomeKit Secure Video. Auf der anderen Seite hilft es natürlich der Person vor der Tür, dass entsprechend ein Audiosignal rausgeht, dass die Klingel ausgelöst wurde und die Person dann damit weiß, dass sie die Klingel nicht nochmal betätigen muss. Und das hilft wahrscheinlich auch am Ende des Tages der Lebensdauer deines Gerätes. Kommen wir jetzt aber zu den drei Killer-Kriterien, wenn ich es mal so nennen darf, die, glaube ich, für einen reibungslosen Betrieb der Videotürklingel wirklich notwendig sind. Und das sage ich jetzt zum einen aus eigener Erfahrung, zum anderen aber auch, weil ich seit Veröffentlichung und seit Einsatz der Türklingel auch aktiv in Foren mitlese, mit aktiv bin und eben auch mitbekomme, was andere, ja, Besitzer der Videotürklingel für Probleme haben, dass sie auch die gleichen Probleme haben. Und so hat sich da eben ein, ja, jetzt Bild ergeben, was wirklich für den Betrieb der Klingel, ja, auf jeden Fall vorausgesetzt werden sollte. Und das möchte ich jetzt mit dir entsprechend teilen. Der erste Punkt ist, und vielleicht unterschätzt man das am Anfang ein wenig, dass die Videotürklingel wirklich eine sehr gute WLAN-Verbindung benötigt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du in der Nähe der Türklingel dann einen Access Point hast, so dass die Klingel dann auch optimal mit optimaler Bandbreite versorgt wird. Und ja, es hat sich jetzt eben gezeigt in vielen Forenbeiträgen, die ich so gelesen habe, dass eben die Videotürklingel versucht, nicht immer den optimalen Access Point auszuwählen, sondern irgendwie immer zum Router möchte. Und im Zweifel musst du eben dann dafür sorgen, dass die Videotürklingel wirklich den Access Point nimmt, der die beste Bandbreite hat und auch wirklich in der Nähe der Videotürklingel sitzt. Am Ende des Tages hilft dir das natürlich, dass die Bildqualität entsprechend gut ist, als auch, dass der Stream mit einer ausreichenden Geschwindigkeit aufgebaut wird, sobald es denn dann an der Tür auch klingelt. Der zweite Punkt ist, und den hätte ich vielleicht auch sogar als erstes nennen sollen, das soll aber jetzt auch kein Ranking darstellen, die drei Punkte, die ich jetzt hier aufführe, dass du einen entsprechend guten Trafo für die Videotürklingel einsetzt. Denn nicht nur die Videotürklingel benötigt Strom, auch dein Gong benötigt Strom. NetApmo gibt hier als Minimalanforderung vor 8 Volt, 1 Ampere und diese Leistung solltest du der Klingel auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Wenn du hier Probleme hast, beziehungsweise der Trafo nicht ausreichend Leistung im Prinzip zur Verfügung stellt, merkst du das unter anderem daran, dass die Klingel immer wieder mal in den Stromsparmodus geht oder wie in meinem Fall, dass wenn dann entsprechend geklingelt wird, du zum Beispiel über die Apple Watch informiert wirst oder dein HomePod bimmelt, aber der eigentliche Gong nicht.
Das sind so zwei Zeichen, wo du wirklich deutlich siehst, dass hier die Klingel zu wenig Strom hat. Und da kann ich dir wirklich nur empfehlen, sorge dafür, dass du direkt einen ausreichend gut dimensionierten Trafo einsetzt. Und dann hast du hier wirklich dauerhaft auch Spaß an der Videotürklingel, ohne dass du dich mit diesen Problemen rumschlagen musst. Ich hatte zuerst auch einen Trafo im Einsatz, der nur in Anführungsstrichen die geforderte Leistung gebracht hat. Aber scheinbar hat der Trafo nur auf dem Papier diese Leistung gehabt, denn auch ich hatte eben mit diesen Klingelproblemen zu kämpfen, dass eben der Gong nicht immer ausgelöst wurde. Und seitdem ich jetzt hier den stärkeren Trafo dann auch einsetze, beziehungsweise der Trafo dann auch die Leistung abgibt, die die Klingel benötigt, ist wirklich alles super. Der dritte Punkt betrifft dann die Micro-SD-Karte. Wenn du zum Beispiel seltsame Phänomene hast, wie dass deine Timeline ausfällt oder dass dann hin und wieder ein Video nicht aufgezeichnet wird, obwohl vielleicht eine Person erkannt wurde, obwohl die Videotürklingel hätte auslösen sollen, dann kann das ein Anzeichen sein, dass deine Micro-SD-Karte in irgendeiner Form nicht mehr sauber funktioniert oder defekt ist. Normalerweise bekommst du das auch entsprechend angezeigt über die App, also du wirst informiert, falls die Micro-SD-Karte einen Schaden genommen haben sollte, beziehungsweise du die Micro-SD-Karte austauschen solltest, aber das kann eben ein Anzeichen sein, dass die Karte eben nicht mehr sauber funktioniert und dann lohnt es sich auf jeden Fall auch die Karte zu tauschen, denn es sorgt eben dafür, dass auch dein Betrieb hier, der Videotürkling, dann wirklich stabil läuft und deine Aufnahmen dann auch wirklich dann zur Verfügung stehen, wenn du diese benötigst. Das sind jetzt, glaube ich, die wichtigsten zentralen Punkte, die du beachten solltest, wenn du planst, hier die Videotürklingel einzusetzen oder wenn du aktuell Probleme mit der Videotürklingel haben solltest, damit du eben einen stabilen Betrieb herbeiführen kannst. Ich würde die Türklingel auf jeden Fall wieder kaufen. Ich bin soweit zufrieden mit dem Gerät, auch wenn hin und wieder mal ein paar Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Auf der anderen Seite habe ich jetzt nicht wirklich viel Probleme mit der Klingel gehabt, außer das Thema mit dem Trafo. Aber ansonsten läuft die jetzt seit mehr als einem Jahr stabil. Im Weiteren ist es dann so, dass sich aus meiner Sicht auch wirklich einen Mehrwert für uns ergeben hat als Familie. Ich habe zum Beispiel meinen Kindern beigebracht, dass sie über einen Echo Show sich die Person vor der Tür anzeigen lassen können, wenn sie sich unsicher sind, ob sie die Tür überhaupt aufmachen sollen, dass sie eben dann schauen können, wer steht vor der Tür. Im Weiteren, und das ist für mich auch wirklich ein Mehrwert hier jetzt gerade in Zeiten von Homeoffice, kann ich eben schnell mal schauen, wenn es klingelt, wer vor der Tür steht. Und wenn ich dann einfach sehe, okay, es sind zum Beispiel meine Kinder, dann habe ich mir noch einen Button gebaut, mit dem ich dann auch die Tür entsprechend öffnen kann, ohne dass ich dann zur Tür hochlaufen muss. Das sind alles so Dinge, die aus meiner Sicht jetzt hier den Alltag etwas leichter gemacht haben, die auch einen Mehrwert bringen gegenüber einer Klingel, die jetzt kein Videosignal hat. Von daher und auch zu dem Preis bin ich nach wie vor zufrieden und wie gesagt, würde auch die Klingel jederzeit wieder kaufen. Ja, das soll es dann auch für das heutige Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Langzeiterfahrungen hier nochmal ein paar Punkte mit auf den Weg geben, die dir vielleicht helfen, deine Videotürklingel hier in einen stabileren Betrieb zu bekommen, falls du aktuell Probleme haben solltest. Oder wenn du dich eben für das Gerät interessierst, dass du jetzt eine bessere Grundlage für deine Kaufentscheidung hast. Von daher würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du auch keine künftigen Videos, sobald ich ein neues Video online stelle. Ich bedanke mich wirklich herzlich bei dir fürs Zuschauen und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und sage jetzt hier, mach's gut, bis bald.